Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns der Vorlesungsreihe zur Buchführung und sind mittlerweile bei der 9. davon angekommen. Und wie in der vorigen Vorlesung versprochen, wird es hier um Wertpapiere gehen, und zwar um die Aktien, die ich aus voluminösen Gründen nicht in dieselbe Vorlesung, also Buchführung 8, packen wollte und deswegen Ihnen eine eigene Vorlesung hier in der Buchführung 9 gewidmet ist. Grundsätzlich gibt es zu Aktien zu sagen, dass sie den Anleihen sehr stark ähneln, allerdings den großen Unterschied haben, dass sie keine Zinsen, sondern Dividenden generieren und diese können unter gewissen Voraussetzungen steuerfrei sein. Der Käufer verbucht die Aktien bei einer geplanten Laufzeit von kleiner ein Jahr als Wertpapiere des Umlaufvermögens, einfach mit der Logik dahinter, dass sie quasi also nicht den langen Unternehmen bleiben sollen. Sollen sie allerdings länger als ein Jahr im Unternehmen bleiben, müssen sie als Wertpapiere des Anlagevermögens gebucht werden, also wo man sagt, sie sind Teil des Unternehmens. Hierbei müssen allerdings alle Anschaffungsnebenkosten wie Bankprovisionen und Maklergebühren mit eingebucht werden. Sie stellen keinen Aufwand dar. Erstverkäufer ist immer eine AG, was logisch ist, weil dies ja die Aktien erstmalig emittieren muss. Und die Aktien erhöhen dann, wenn sie verkauft werden, das Grundkapital um den Nennwert jeder verkauften Aktie. Wenn eine Aktie über den eigentlichen Nennwert emittiert wird, dann wird die Differenz dazwischen, zwischen diesem Nennwert und dem Emissionswert, als Kapitalrücklage verbucht. Wer dazu mehr wissen möchte, den empfehle ich die Vorlesung Wirtschaft 9 Aktiengesellschaft, da wird das nochmal genau erklärt. Und das beantwortet auch die Frage: Hey, wie sieht das denn jetzt aus? Klar, wenn sie normal emittieren, klar, wenn sie über den Wert emittieren, ist auch klar. Was ist denn, wenn sie jetzt unter den Nennwert emittieren wollen? Diese Frage müssen wir uns nicht stellen, denn das ist gesetzlich nicht zulässig. Wenn sie das tun würden, was wahrscheinlich nicht ginge, weil dann mindestens ein Makler drüber schauen müsste, aber wenn das aus irgendeinem Grund passieren täte, wäre es eh nicht zulässig. Der Kauf der Aktien bei einer Laufzeit kleiner ein Jahr wird beim Käufer mit Wertpapiere des Umlaufvermögens an Bank gebucht. Die AG, quasi der Verkäufer, bucht Bank an Grundkapital und wenn sie halt einen höheren Emissions- als Nennwert haben, dann eben auch noch Kapitalrücklage. Bei einer Laufzeit größer ein Jahr bucht der Käufer Wertpapiere des Anlagevermögens an Bank. Der Verkäufer, die AG, bucht Bank an Grundkapital und eventuell an Kapitalrücklage. Der Besitz von Aktien führt natürlich zu einer Beteiligung am Gewinn an einer AG, das ist, denke ich, bekannt. Und dieser Gewinn wird in Form von Dividenden ausgeschüttet, die für den Käufer als Ertrag und für die AG natürlich als Aufwand zu erfassen sind. Hierbei muss man wissen, dass diese der Kapitalertragssteuer von 25% unterliegen. Und zusätzlich auf diese fallen noch 5,5% Solidaritätszuschlag an. Das heißt, von den insgesamt 100% Ertrag muss man 25% mal 1,055, das ist quasi der Soli dann nochmal da drauf, abziehen. Dann kommen wir auf 73,625%, die nur ausgezahlt werden. Für Einzelunternehmer und Personengesellschaften verbucht man diese Kapitalertragssteuer und Soli unter dem zusammengefassten Punkt Privatsteuern. Kapitalgesellschaften, die keinen privaten Anteil haben, können das natürlich nicht machen. Die haben eigene Aufwandskonten dafür und die nennen sich dementsprechend auch Kapitalertragsteuer und Soli. Und in diesen Punkten gleicht die Verbuchung der Zinserträge bei Anleihen. Ein Unterschied jedoch besteht darin, dass Dividenden zum Teil steuerfrei sein können. Und damit hat man sowohl steuerfreie als auch steuerpflichtige Dividendenerträge, zumindest eventuell, und die müssen auch dementsprechend getrennt gebucht werden. Das hängt auch von der Unternehmensform und der Beteiligung an der AG ab. Bei Einzelunternehmen oder Personengesellschaften greift § 3 Nummer 40 StG. Da wird gesagt, 40% sind steuerfrei, 60% der Erträge steuerpflichtig. Bei Kapitalgesellschaften ist es ein bisschen komplizierter. Hier müssen wir die prozentuale Beteiligung betrachten. Ist die Beteiligung kleiner als 10%, landen wir in Paragraphen 8b Absatz 4 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes, der besagt, das ist komplett steuerpflichtig alles. Bei größer gleich 10%
landen wir in Paragraph 8b Absatz 1 Satz 1, allerdings in Verbindung mit Paragraph 8b Absatz 3 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes. Und der eine Paragraph sagt quasi komplett steuerfrei und der nächste sagt, allerdings dürfen 5% nicht gekürzt werden. Das heißt, anders ausgedrückt, 95% steuerfrei, 5% steuerpflichtig. Und diese Vielfalt bewirkt jetzt natürlich, dass wir je nach Fall verschieden buchen müssen. Die Dividenden beim Käufer werden, wenn sie von einzelnen Unternehmer oder einer Personengesellschaft stammen, wie folgt gebucht. Der Käufer bucht Bank-Privatsteuern an Dividendenerträge steuerfrei, Dividendenerträge steuerpflichtig im Verhältnis 40 zu 60. Die AG, die quasi die Dividenden ja als Aufwand ausschütten muss, bucht Dividenden an Bank als Aufwand. Handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, also der Käufer ist eine Kapitalgesellschaft, der die Dividendenerträge erhält, dann wird gebucht Bank Kapitalertragsteuer Soli an Dividendenerträge steuerpflichtig. Wenn der Anteil größer gleich 10% ist, kommen natürlich noch dazu Dividendenerträge steuerfrei. Der AG ist das relativ egal, sie bucht wieder Dividenden als Aufwand an Bank. Aktien haben auch die Möglichkeit, dass man sie weiterverkauft, sind ja Wertpapiere und damit Geldanlagen. Und auch für den Weiterverkauf von Aktien gelten für die Erträge aus dem Verkauf dieselben Regeln und Grenzen wie für die Dividenden. Das können wir nochmal in der Vorlesung Buchführung 8 Wertpapiere 1 Wechsel und Anleihen nachlesen. Hier gilt, dass für die Nebenkosten des Geldverkehrs, also Maklergebühren etc., greift dann der Paragraph 3c Absatz 1 Satz 1 ECG. Sie dürfen dann nur in der anteiligen Höhe abgezogen werden, wie der Anteil der steuerpflichtigen Erträge beträgt. Das heißt, mal praktisch ausgedrückt, haben wir ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft, die 40 steuerfrei, 60 steuerpflichtig Erträge haben, dann dürfen sie natürlich auch nur 60% der Aufwendungen steuerpflichtig buchen. Bei Kapitalgesellschaften halt die Ausbildung zu 95 und 5%, je nach Beteiligung. Ob Kapitalertragsteuer anfällt, hängt hierbei von der prozentualen Beteiligung ab. Bei kleiner 1% landen wir in § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ECG, also Einkünfte aus Kapitalvermögen. Dafür fällt natürlich Kapitalertragsteuer und Soli an. Haben wir eine größere Beteiligung? Dann landen wir in § 17 Absatz 1 Satz 1 ECG, das sind Einkünfte aus Gewerbebetrieb, und hier fällt keine Kapitalertragsteuer und Soli an. Für den dritten, den neuen Käufer, ist die Buchung allerdings unabhängig der genannten Faktoren. Er bucht immer Wertpapiere des Umlaufvermögens oder Anlagevermögens, je nachdem, wo er das in seinem Unternehmen gerne haben möchte, also je nachdem, wie lange er es haben möchte. Und das alles an Bank, er zahlt dafür ja Geld. Für den Eigentümer, also den alten Verkäufer bzw. neuen Verkäufer, es sind viele Möglichkeiten, wie wir es benennen können. Da gibt es allerdings, wie wir gerade gesehen haben, viele Möglichkeiten. Es hängt nämlich davon ab, ob er Kursverlust oder Gewinn macht, ob Kapitalertragsteuer und Soli anfällt, ob es steuerfreie Erträge und somit natürlich auch nicht abzugsfähige Betriebsausgaben gibt und ob er ein Einzelunternehmer, Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft ist. Und dabei müssen wir bedenken, dass folgende Positionen erstmal immer gebucht werden. Für den neuen Verkäufer, also derjenige, der ursprünglich die Aktien gekauft hat und sie jetzt an den Dritten weiterverkauft. Er muss immer buchen Bank, Nebenkosten des Geldverkehrs, an Wertpapiere, Anlage und Umlaufvermögen. Das ist logischerweise sinnvoll, denn er kriegt immer Geld dafür, egal ob er Verlust macht oder Gewinn, das ist die Bank. Der Verkauf kann auch nie ohne Nebenkosten sein, deswegen ist ein Aufwand, der soll es. Und natürlich müssen die Wertpapiere in der Höhe, wie er sie verkauft, wieder ausgebucht werden. Und wie wir das schon sehen, das alles umfasst eigentlich nur den Anlagenabgang, der immer stattfindet, sowie die entstehenden Veräußerungskosten. Und je nach Fall muss jedoch auch noch die Kapitalertragsteuer, Soli, die zusammenhängenden Erträge oder Verluste, wie auch die Unterscheidung dieser bezüglicher Steuerpflichtigkeit erfasst werden. Das machen wir auf der nächsten Folie.
Wie sieht das jetzt also aus? Sagen wir mal, wir haben einen Kursverlust. Dann müssen wir im Soll noch hinzufügen zu dieser grundlegenden Buchung Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren. Weil Verlust ist ein Aufwand, Aufwand ist im Soll. Haben wir einen Kursgewinn und keine Kapitalgesellschaft? Oder Variante 2, wir haben einen Kursgewinn ohne Kapitalgesellschaft, die eine Beteiligung größer 10% hat. Dann muss im Soll stehen, Nebenkosten des Geldverkehrs nicht abzugsfähig. Denn jetzt haben wir ja, dass 95% der Erträge steuerfrei sind. Das heißt also auch, dass 95% der Nebenkosten nicht abzugsfähig sind steuerlich. Unten haben müssen noch Erträge aus Wertpapierabgang, denn wir haben da ja einen. Und zwar haben wir einmal den Steuerpflichtigen von 5% und den Steuerfreien von 95%. Bei einem Kursgewinn und einer Kapitalgesellschaft mit einer Beteiligung kleiner 10% passt das soll, aber dann haben müssen wir die Erträge aus Wertpapierabgang noch hinzufügen. Haben wir eine Beteiligung kleiner 1% und keine Kapitalgesellschaft, also Personengesellschaft oder Einzelunternehmer, dann fällt ja Kapitalertragsteuer und Soli an und diese Privatsteuern werden ja zusammengefasst bei denen und dem Konto, müssen wir im Soll zusätzlich verbuchen. Haben wir eine Beteiligung kleiner 1% und eine Kapitalgesellschaft, fällt Kapitalertragsteuer und Soli an, hier allerdings nicht zusammengefasst als Privatsteuern, sondern als einzelne Aufwandskonten im Soll. Machen wir dazu eine kleine Ad-hoc-Übung, um das zu sichern. Fall 1, die Wert- und Waren AG emittiert 500 neue Aktien zu 10 Euro je Aktie. Der ursprüngliche Nennwert sei 8 Euro. Und folgende Vorfälle sind für alle Beteiligten außer der Bank zu buchen. Das A, der Kauf von 100 Aktien für kurzfristigen Weiterverkauf durch die Profit GmbH am 1. April 2015, wobei Maklergebühren von 50 Euro anfallen. Und B, die Profit GmbH verkauft am 31.05. die Aktien an einen Dritten weiter. Da der Kurs auf 12 Euro pro Aktie gestiegen ist, Sie sehen also einen Gewinn, verkaufen die weiter. Es fallen dabei natürlich wieder Maklergebühren an, in Höhe von 50 Euro. Der Dritte möchte die Aktien möglichst lange in seinem Unternehmen behalten. Okay, A. Erst einmal der Kauf der Aktien für kurzfristigen Weiterverkauf. Wir müssen erstmal den Wert der Aktien berechnen. Das ergibt sich aus dem Emissionswert mal Stückzahl plus die Maklergebühren, die sind ja Anschaffungsnebenkosten. Heißt im vorliegenden Fall 10 Euro je Stück mal 100 Stück, die wir gekauft haben, plus 50 Euro macht 1050 Euro. Dann haben wir die Mehrung des Grundkapitals, die sich aus dem Nennwert mal der Stückzahl ergibt, weil die Emission war ja höher. Das heißt, das Grundkapital der AG mehrt sich nur um 8 Euro pro Stück, mal 100 Stück sind 800 Euro. Die Kapitalrücklage, das heißt der Wert über den Nennwert, der emittiert wird, also die Differenz aus Emissionswert und Nennwert, könnten wir einfach mit 1000 Euro minus 800 Euro macht 200 Euro errechnen. Oder aber die Differenz aus Nennwert minus Emissionswert mal der Stückzahl, also 10 Euro je Stück minus 8 Euro je Stück mal 100 Stück sind 2 Euro je Stück mal 100 Stück macht 200 Euro. Kommen wir so oder so drauf. Da müssen wir überlegen, welches Konto wir jetzt einbuchen. Die GmbH möchte die Anleihe nur kurz behalten, daher muss das ins Umlagevermögen gebucht werden. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, und die Profit GmbH bucht jetzt ihren Anlagekauf, die Wertpapiere des Umlagevermögens mit 1050 Euro an das, was sie zu zahlen haben, Bank 1050 Euro. Die Wert- und Waren AG bekommt auf die Bank 1000 Euro von der Profit GmbH eingezahlt, an Mehrung des Grundkapitals 800 Euro und Kapitalrücklage 200 Euro. Für all die sich jetzt fragen, ja, Moment mal, wo sind denn die 50 Euro? Das wäre die Buchung der Bank, die ja sich quasi davon was abgezwackt hat. Die würde dann buchen Bank 50 Euro an Umsatzerlöse 50 Euro und dann würde wieder alles ausgeglichen sein. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlich Interessanten, den Verkauf von der Profit GmbH am 31.05. an einen Dritten mit einem Kursgewinn. Und hierbei muss zunächst überprüft werden, welcher Fall vorliegt.
Dazu fehlt zur Bestimmung allerdings noch, wie hoch die Beteiligung überhaupt ist, weil das ist ja sehr wichtig. Und die Beteiligung errechnet sich aus Aktien im Besitz geteilt durch die Gesamtzahl der Aktien mal 100%. Das heißt, 100 Aktien durch 500 Aktien mal 100% macht eine Beteiligung von 20%. Wir haben also jetzt einen Kursgewinn, eine Kapitalgesellschaft und eine Beteiligung größer gleich 10%. Daher muss der Grundbuchung Folgendes hinzugefügt werden: im Soll die Nebenkosten des Geldverkehrs nicht abzugsfähig und im Haben Erträge aus Wertpapierabgängen und Erträge aus Wertpapierabgängen steuerfrei. Wir müssen jetzt die neuen Anschaffungskosten auch ermitteln. Das heißt, der neue Kurswert mal der Stückzahl plus Maklergebühren macht 12 Euro je Stück mal 100 Stück plus 50 Euro sind 1250 Euro. Und der Kursgewinn ergibt sich aus dem Kurswert mal der Stückzahl minus die alten Anschaffungskosten. Das waren also 12 Euro je Stück mal 100 Stück minus 1.050 €, also 1.200 minus 1.050 Euro, macht einen Gewinn von 150 Euro durch den Verkauf der Aktien. Wir haben eine Beteiligung größer als gleich 10% und eine Kapitalgesellschaft, das heißt 95% der Erträge sind steuerfrei. Wir haben also Erträge aus Abgang Wertpapiere steuerfrei von Kursgewinn mal 95%, also 150 Euro mal 95%, macht 142,50 Euro steuerfrei und 7,50 Euro die verbliebenen 5% steuerpflichtig. Logischerweise sind auch die Aufwendungen nur zu 5% abzugsfähig. Das heißt, diese Nebenkosten des Geldverkehrs, die der Maklergebühr entsprechen, müssen wir mit 5% multiplizieren, macht 2,50 Euro. Das heißt, 2,50 Euro sind Nebenkosten des Geldverkehrs, die restlichen 47,50 Euro sind nicht abzugsfähige Nebenkosten des Geldverkehrs. Der dritte kann ganz einfach buchen: Wertpapiere des Anlagevermögens mit 1250 Euro an Bank, 1250 Euro. Der Eigentümer der Aktien, also der ursprüngliche Käufer, musste jetzt im Soll Nebenkosten des Geldverkehrs nicht abzugsfähig und haben Erträge aus Wertpapierabgängen und Erträge aus Wertpapierabgang steuerfrei hinzufügen, haben wir auch korrekt berechnet. Das ergibt dann eine Bankgutschrift von 1150 Euro, Nebenkosten des Geldverkehrs von 2,50 Euro, nicht abzugsfähige Nebenkosten des Geldverkehrs von 47,50 Euro. Das Ganze wird gebucht an Wertpapiere Umlaufvermögen, 1.050 Euro, damit ist das Konto wieder auf Null. Erträge aus Wertpapierabgängen 7,50 Euro und Erträge aus Wertpapierabgängen steuerfrei 142,50 Euro. Damit haben wir die gesamte Sache erfasst. Da ich das jetzt so schön gemacht habe und ihr das garantiert alle sehr stark aufgenommen habt und das wunderbar ad hoc wiederholen könnt, kommt wie immer jetzt eine Übung. Ihr seht, ich habe hier mir ein paar Aufgaben ausgedacht. Wenn ich mir jetzt nicht verzähle, sind es 6 Stück, das heißt eine Aufgabe mit 6 Unteraufgaben. Und wie immer bitte ich euch an der Stelle, das Video zu pausieren, Stift und Papier zur Hand zu nehmen und zu Übungszwecken diese Aufgaben selber zu lösen. Ich bringe derweil zur Lösung, wünsche euch aber natürlich ganz viel Glück, drücke die Daumen und freue mich schon aufs Vergleichen. Mal sehen, was ihr raus habt. Okay, kommen wir zur Lösung. Ihr seht, ich brauche 10 Lösungsfolien, allerdings bei 6 Aufgaben quasi ist das natürlich noch ein bisschen umfangreicher gewesen. Und wir fangen natürlich mit A an, wie das aussieht bei dem neuen Käufer, wenn er sie dauerhaft im Unternehmen behalten möchte. Für alle Fälle bleibt sowohl die alten und die neuen Anschaffungskosten sowie der Kursgewinn gesamt gleich. Das heißt, das können wir global machen. Die alten Anschaffungskosten ergeben sich aus dem alten Kurswert multipliziert mit der Stückzahl zuzüglich Maklergebühren als Anschaffungsnebenkosten. Das heißt, 20 Euro je Stück mal 100 Stück plus 100 Euro macht alte Anschaffungskosten von 2.100 Euro. Die neuen sind natürlich der neue Kurswert multipliziert mit der Stückzahl zuzüglich Maklergebühren. Das heißt, 30 Euro je Stück mal 100 Stück plus 100 Euro macht 3.100 Euro. Der gesamte Kursgewinn errechnet sich aus dem Produkt vom Kurswert mal der Stückzahl abzüglich der alten Anschaffungskosten.
Das heißt, 30 Euro je Stück mal 100 Stück minus 2100 Euro ergibt 3000 Euro minus 2100 Euro sind 900 Euro. Für den dritten können wir jetzt also schon mal buchen: Wertpapiere des Anlagevermögens 3100 Euro an Bank 3100 Euro. B. Wie es für den Verkäufer, Eigentümer aussieht, wenn es sich um eine AG mit einer Beteiligung von 25% handelt. Wir müssen jetzt also überprüfen, welchen Fall liegt vor. Wir haben hier den Fall, dass ein Kursgewinn vorliegt. Wir haben keine Kapitalgesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft mit einer Beteiligung größer gleich 10%. Natürlich in unserem Fall ist es eine Kapitalgesellschaft mit der größeren Beteiligung. Das bedeutet, dass wir am Soll hinzufügen müssen die nicht abzugsfähigen Kosten, Nebenkosten des Geldverkehrs und dann haben die Erträge aus Wertpapierabgang sowohl steuerfrei als auch steuerpflichtig im Verhältnis zu 5% steuerpflichtig, 95% steuerfrei. Wie schon gesagt, 95% der Erträge sind steuerfrei. Das heißt, wir haben Erträge, Abgang, Wertpapiere steuerfrei in Höhe von dem Produkt aus dem Kursgewinn mal 95%. Das heißt, uns errechnet 900 Euro mal 95% sind 855 Euro, die steuerfrei sind. Die restlichen 45 Euro sind steuerpflichtig. Logischerweise müssen wir genau das Gleiche für die Aufwendungen machen, die nur zu 5% abzugsfähig sind. Das heißt, die Nebenkosten des Geldverkehrs, die abzugsfähig sind, entsprechen der Maklergebühr mal 5%. Also in unserem Fall 100 Euro mal 5% sind 5 Euro. Die restlichen 95 Euro sind nicht abzugsfähige Nebenkosten des Geldverkehrs. Damit können wir jetzt buchen für Fall B: Bank 2900 Euro, Nebenkosten des Geldverkehrs, die abzugsfähig sind, 5 Euro, Nebenkosten des Geldverkehrs, die nicht abzugsfähig sind, 95 Euro. Das Ganze an Wertpapiere des Anlagevermögens 2100 Euro, Erträge aus Wertpapiergängen 855 Euro und Erträge aus Wertpapiergängen steuerfrei 45 Euro. Damit kommen wir zu C, wie es sich beim Verkäufer handelt, wenn es sich um eine GmbH mit einer Beteiligung von 8% handelt. Hier haben wir jetzt den Fall, dass ein Kursgewinn vorliegt und eine Kapitalgesellschaft mit einer Beteiligung kleiner 10%. Das heißt, es ist alles steuerpflichtig. Das bedeutet wiederum, im Soll müssen wir nichts korrigieren. Allerdings müssen wir haben noch die Erträge aus Wertpapierabgang steuerpflichtig hinzufügen. Das ist schnell gemacht. Die Werte haben wir alle. Wir können also direkt buchen: Bank 2900 Euro, Nebenkosten des Geldverkehrs 100 Euro, an Wertpapiere Anlagevermögen 2100 Euro und Erträge aus Wertpapierabgängen 900 Euro. D. Den Verkäufer, wenn es sich um eine AG mit einer Beteiligung von 0,5% handelt. Wir haben hier also einen Kursgewinn von der Kapitalgesellschaft, die mit weniger als 10% beteiligt ist. Hatten wir gerade schon. Wir wissen, im Haben kommen da einfach die Erträge aus Wertpapierabgang hinzu. Allerdings haben wir jetzt sogar eine Beteiligung kleiner 1% von der Kapitalgesellschaft. Das heißt, es fällt auch noch Kapitalertragsteuer und Soli an, die direkt als Aufwandskonten so gebucht werden müssen. Das heißt, auf den Veräußerungsgewinn fallen 25% Kapitalertragsteuer an, der sich aus dem Kursgewinn minus Gebühren mal 25% ergibt. Das heißt, 900 Euro minus 100 Euro mal 25% sind 200 Euro Kapitalertragsteuer. Die mit 5,5% multipliziert ergibt den Soli in Höhe von 11 Euro. Ja, wir haben jetzt alles, was wir zum Buchen brauchen und deswegen buchen wir jetzt auch. Und zwar die Bank mit 2689 Euro, denn die Kapitalertragsteuer in der Soli werden ja einbehalten. Nebenkosten des Geldverkehrs 100 Euro, Kapitalertragsteuer 200 Euro, Soli 11 Euro, das Ganze an Wertpapiere des Anlagevermögens mit 2100 Euro und Erträge aus Wertpapierabgängen 900 Euro. Dann hatten wir E, den Verkäufer, wenn es sich um eine OAG mit einer Beteiligung von 1% handelt. Jetzt haben wir also den Fall mit dem Kursgewinn und keine Kapitalgesellschaft. Das heißt, im Soll haben wir Nebenkosten des Geldverkehrs nicht abzugsfähig und im Haben Erträge aus Wertpapierabgang steuerfrei und steuerpflichtig. Steuerfrei hierbei
40, steuerpflichtig 60%. Das ist ja der große Unterschied. Das heißt, wir müssen wieder rechnen. Da es keine Kapitalgesellschaft ist, sind 40% der Erträge steuerfrei. Das heißt, unser steuerfreier Ertrag ergibt sich aus dem Kursgewinn mal 40%. Das errechnen wir mit 900 Euro mal 40% macht 360 Euro. Die restlichen 540 Euro sind Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren steuerpflichtig. Dementsprechend sind auch nur die Aufwendungen zu 60% abziehbar. Das heißt, unsere Nebenkosten des Geldverkehrs bestehen aus der Maklergebühr von 100 Euro. Davon sind 60% abzugsfähig, macht 60 Euro. Und die restlichen 40 Euro sind nicht abzugsfähig. Ja, wir haben alles, was wir zum Buchen brauchen. Deswegen buchen wir jetzt. Und zwar Bank in Höhe von 2.900 Euro. Nebenkosten des Geldverkehrs 60 Euro. Nebenkosten des Geldverkehrs nicht abzugsfähig 40 Euro. An Wertpapiere des Anlagevermögens 2.100 Euro. Erträge aus Wertpapierabgängen 540 Euro und Erträge aus Wertpapierabgängen steuerfrei 360 Euro. F. Wie sieht's aus beim Verkäufer, wenn es sich um eine KG mit einer Beteiligung von 0,5% handelt? Jetzt haben wir jetzt den Fall, dass ein Kursgewinn vorliegt und keine Kapitalgesellschaft. Das heißt, im Soll haben wir Nebenkosten des Geldverkehrs nicht abzugsfähig und im Haben wieder die Erträge, die wir splitten müssen, und zwar in steuerfrei 40% und steuerpflichtig 60%. Und zusätzlich haben wir noch eine Beteiligung unter 1%, was dazu führt, dass Kapitalertragssteuern Soli anfallen. Aber da wir hier eine KG haben und damit eine Personengesellschaft, wird das im Soll zusammengefasst als Privatsteuer verbucht. Die Kapitalertragssteuer in den Soli haben wir schon mal ausgerechnet. Das waren, wenn man sich erinnert, 200 Euro Kapitalertragssteuer, 11 Euro Soli. Die Summe daraus ergibt das Konto Privatsteuern, das wir bebuchen wollen, von 211 Euro. Und dann haben wir noch die Aufteilung in 40% steuerpflichtige Erträge, steuerfreie meine ich, und 60% steuerpflichtige. Und das hatten wir auch schon mal berechnet. Das waren 360 Euro steuerfrei und 540 Euro steuerpflichtig. Damit haben wir alles, was wir zum Buchen brauchen. Müssen allerdings vorher noch bedenken, dass auch die Nebenkosten dementsprechend nur abziehbar sind. Aber das haben wir auch berechnet schon mal. 60 Euro der Maklergebühr sind halt nicht abzugsfähig. Sind abzugsfähig und 40 Euro sind nicht abzugsfähig. Das ergibt die bisher größte Buchung, und zwar mit der Bank von 2.689 Euro, die Nebenkosten des Geldverkehrs von 60 Euro, die Nebenkosten des Geldverkehrs, die nicht abzugsfähig sind, 40 Euro und den Privatsteuern von 211 Euro. Das Ganze buchen wir an die Wertpapiere des Anlagevermögens von 2.100 Euro, die Erträge aus Wertpapierabgängen von 540 Euro und Erträge aus Wertpapierabgängen steuerfrei 360 Euro. Ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich denke, wir haben jetzt alle Varianten durchgespielt, die eigentlich so auftauchen können. Außer vielleicht, dass nicht alle Aktien verkauft werden, sondern halt nur einige. Aber dann sind die Buchungen gleich. Nur das Konto der Wertpapiere ist halt am Ende dann nicht null. Ich hoffe, es war für euch interessant, lehrreich. Und ja, ich verabschiede mich in ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video seht. Schönen Tag, es gibt immer was zu lernen. Über Kritik, Lob, gute Bewertung oder Daumen hoch und Abonnente würde ich mich freuen. Hilft mir nebenbei auch sehr weiter, dass ich den Kanal irgendwann auch so lukrativ betreiben kann, dass ich mehr veröffentlichen kann. Und ihr könnt mir dabei quasi dadurch helfen, indem ihr mich auf diese Weise unterstützt. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss!